aber den checkst du ja auch gar nicht mehr da. Dosen, Dosen. Das letzte, was gesagt hat, aber irgendwie Dosen sind einfach zu finden. Das war das letzte, was gesagt hat. Ja, das habe ich mir die ganze Zeit schon überlegt, warum der nicht einfach Dosen dafür nimmt. Ja, aber die Quest, da musst du halt wegen den Bussen und so. War schon cool eigentlich. Die Questen sind jetzt kein. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen, weil ich muss meinen Fan nehmen. Ja, okay. Wir gehen zum Turm, obwohl, da brauchen wir dich wahrscheinlich. Mach's. Aber Sven kann ja schnell mal B drücken, gell? Oder? Ich komm schon mit. Ja, dann lass kurz zum Turm gehen, genau. Ah, geht doch. Achtung! Achtung! Ich hab hier hab ausprobiert, ob ich mit einem Pfeil auch so einen Gasflaschenmann anschießen kann. Ja, kann ich. Achso, auf den Gas. Zwischen. Ja, ja. Aber mit normalen Pfeilen, nicht irgendwie Explosion oder sowas. Gott, hier voll durch. Durch hier vorne. Sie nannten ihn Null. Sie nannten sie Mücke. Du bist doch Bud Spencer, deine Tochter, oder? Nein. Weil du so brutal bist. Nicht ja, wir wollten zum Turm. Ich weiß nicht, warum der Questmarkierung nicht hinhaut. Oh. 36.000. Geil. Safe. Ja? 36.000, ich habe nur 9 gekriegt. Ist echt komisch, gell? Danke für die Vorräte. 33.000. Schneller als Reis. Wow, wir haben alle dieselben gehabt eigentlich, ne? Hast du gemerkt, dass die Kommunikation hier. Tja, frag mich nicht. Warum ist denn das so, ja? Boah, neues Outfit freigeschaltet, cool hier. Was? Michael. Cheat. Wow, ich kann jetzt Funksprüche aus allen Distrikten empfangen. Das ist dann halt mal eine der Quests angeben, ne? Damit wir wissen, wo wir die abgeben. Fernglas ist ja nicht hier. Alter, schön, dass du hier bist. In Slums. Hier, Kreide mal. Die Walkie-Talkies funktionieren auf einmal viel besser. Aber warum? Okay. Ich stand nicht mal in der Nähe vom Fahrstuhl. Ich auch nicht. Steh gar nicht. Wem willst du denn die Kreide geben? Ich dachte, die musst du unten dem Glatzkopf geben, ne? Anscheinend nicht, weil die Questmarkierung hat auf dem Fahrstuhl gezeigt. Ja. Und die zeigt schon wieder auf dem Fahrstuhl. Hä? Achso, ne, das war jetzt die komische. Ach Gott. Ach Gott. Der hier? Ja, schön, schön sinnlos falsch gerannt. Wer will Kreide? Wird ausrufen lassen. Wird die Quest da gar nicht mehr aktiv. Was ist zum Kotzen? Jedes Mal, wenn du Fahrstuhl fährst, ist die Quest weg. Bei mir. Und Kreide? Ja, so über dir. Über uns die Kreide. Müssen wir noch nach oben. Der Pfeil zeigt nach oben von der Kreide. Oder eins höher. Ja, aber wir müssen bestimmt den Berg hoch. Berg hoch. Die Treppe hoch. Ja. Ey, sag mal, ist das eine PS Vita? Ist ja geil, Kleiner. Lass mich mitspielen. Mach das nicht. Lass Dante nicht mitspielen. Oh, hier. Ja. Hier, Kate oder was? Ey, Kate. Ja, natürlich, KT. KT? Kenn ich gar nicht. Svenny, komm mal kurz. Komm mal ran, Svenny. Du hast mal den Kind. Ey, du hast den Kind, oh, auf den Kopf getreten. Fantastisch, du bist der Größte. Oh wow, ich hab mal Kreide. Ich hab noch eine ganz andere Kreide, die kann ich ja zeigen. Geh dir mal raus, ich muss mal pissen. Ja, aber wer setzt hier nicht hin, das sind Kinder, Alter. Und kann ich Teddybär schnappen, Leute. Hier ist ein Spielteppich. KT hat noch Belohnung für mich, sehe ich gerade.
1200, ja. Ja, geil. Rein. Wo? Wo ist er da? Wo ist was? Die Belohnung. Na, bei KT. Muss immer F drücken bei denen. Oder dahin rennen, wo irgendwelche weißen Pokale auf der Map sind. Ist das irgendwann, ob Crane verheiratet ist? Ja, ich bin verheiratet. Lass mich in Ruhe. Wer hat das gesagt? Die Schwarze hier. Die Pau. Oh, Pandelen. Recording Room hier. Die haben alle keine Quest mehr. Cool. Ach nee, der zockt mir Fahrstuhl an. Jetzt, jetzt. Headquarters. Exit. So, was die haben, die komischen Pflanzen, die du sammelst? Nee, nee. So, Quest, U-Symbol. Ja, wer wartet denn hier auf andere Spieler? Fahrstuhl. Aus Sven stand bei der anderen Quest, deswegen, ne? Ich hab unten noch Ausrufezeichen gesehen. Mal gucken, ob wir das nachholen können. Der hätte auch auf der Ebene das Ausrufezeichen holen können. Das schickt dich doch auch wieder noch runter. Wir müssen zu Albi, zu der Albi wieder hier, zu dem Bastler da. Ja. Aha, mein Community-Event-Beitrag, 50 von 10. Okay. Ja, habe ich auch. Ich habe 42 von 10 oder 32 von 10. Ich habe hier bei Carly, mit dem muss man sprechen wegen Fernkla, wegen den Dings. Aber Mutti ist nicht da, ne? Ach, scheiße. Mist. Ist das gerade du mit deiner an die Schulter getippten Taschenlampe? Wollte ich gerade sagen. So ein Model bist du auch nicht, ne? Cowboy. Sheriff. Sheriff Orgi. Oh, Molly. Ja, komm mal schnell ein bisschen Mikromanagement machen, ne? Dabei, oder? Ja, mach du mal Mikromanagement. Ja, bist du. Heiß verkaufen und so. Beim Shop. Hey, ich hätte da. Hab ich schon oben beim Shop gemacht. Oh, der hat eine epische Klinge hier drin. Gut Hook. Gut Hook. Nee, der hat einen gnadenlosen Baseballschläger. Ein Angebot des Tages: Fastball Special. Bei mir hat er einen Gut Hook. Für 10.000. Ach, du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ah, komm, gönnen wir uns mal Brandpfeile auch noch für 1.000 noch was. 1000, echt? Jetzt müsste ich nur mal wissen, wie ich die Pfeile überhaupt wechsel. Das war ja mit lange, vielleicht lange R. Da kannst du auswählen da drüber. Tatsächlich. Du, ein Brandpfeil. Jetzt brauche ich nur mal so eine rote Kiste. Man nannte sie auch Fass, ich weiß. Die Frage ist immer noch, ob die Waffen zerlegen besser ist oder Waffen verkaufen. Das ist halt, weiß ich halt nicht. Der Brandfall ist schon geil. Bei Giftbombenfalle. Wow. Oh, scheiße. Du musst Enter drücken und C, das ist richtig beschissen, Alter. Was, Enter und C? Ja, wenn du das einlagern willst von den einzelnen Sachen. Von den gesteckten Sachen. Dann musst du Enter drücken und C für alle. Das ist total bescheuert. Irgendwie. Oh, die Bandpfeile mag ich. Die machen richtig Bums. Metallteile gibt's fürs Zerlegen. Und was gibt's dafür? Verkaufen? Geld. Ja.
Blau ist besser als grün, ne? Nicht wahr? Ja. Kannst du aber gleich im Lager zerlegen, das ist natürlich auch geil. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Ich glaube, ich zerlege einfach mal alles Grüne. Ich weiß nicht, was du damit willst, sonst mit dem ganzen Zeug. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Erstmal wieder Pfeile einsammeln hier. Kannst du die Brandpfeile auch wieder einsammeln? Na klar. Musst nur löschen. Was mit dem Dynamit? Meinst du, wir brauchen das? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich pack's mal in die Kiste einfach. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. 21 Fackeln, die Böller. Ja gut, können wir behalten. Auf dem Matz hier. König. Kämpchen, Gladiator, Templer, Kreuzritter. Du findest damit, ich hab schon 34 Medikits mittlerweile. Langsam sammelt sich's an, so der Scheiß. Das ist gut so. Du musst sie auch mal benutzen, nicht immer gleich sterben. Oh. Antiquierte Hacke. Handtuchmachete. Du findest ihn ganz heran. Wenn du so ein so ein Dolch hast oder was? Am Moin, Franz. Ich schaue auf den Schadenswert. Ah, alles klar. Für die guten Waffen, spar König. Okay, danke. Ja, der ist gut, der König, ne? Da siehst du ja schon an der Qualität. Irgendwie. Er ist gelb. Er war auf Stufe 2. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Gut. Ach, Zerstörung, den könnte ich nochmal irgendwo drauf machen, ne? Verbessert Haltbarkeit. Das klingt doch gut. Haltbarkeit. Das ist eh nur grau, das Ding. Kaiserin. Brauchst du irgendeine Machete dafür? Du findest ihn ganz heran. Keine besseren Angebote. Ach, brauche ich ein Rohr. Ich brauche ein Rohr. Wer ist das? Was ist das? Bin langsam mit den jungen Pferden. Ich bin einmal kurz aufgekommen. Ja. Es heißt, jemand hat die Funkantennen repariert. Ja, ich hab die repariert, Junge. So. /137, /197, das ist schon mal nicht schlecht. Das Funksignal ist stärker als jemals zuvor. Ja, Mann. Modden und Upgraden. Ja, ich denke mal, das auch, muss man auch machen. Das Modden und Upgraden, hast du recht. Habe ich damals so gespielt, haben wir gar nicht gemacht. Nur ganz wenig. Aber wir wollen ja aber stärker als jemals zuvor. Diesmal würde ich ein bisschen mehr machen. Auf jeden Fall. Die Walkie-Talkies funktionieren auf einmal viel besser. Aber warum? Ja, bin jetzt F6, gell? Leere Fassung und da würde ich gerne den Zerstörer drauf machen. Verbessert Haltbarkeit. Fahrt ihn hier! Hör auf, die Läuse aus deinem Pelz zu pulen und komm sofort her! Was für ein Spaß, Alter. War das simpel genug?
Boah, der ist echt gut, ja. Der König ist echt gut. Der macht 50 Schaden drauf. Wer hat dir überhaupt erlaubt, mein Funkgerät zu benutzen? Derjenige, der dir erlaubt hat, mein Sandwich zu essen. Du solltest für uns beide kochen. Bereite dir selbst was zu, du Wikipedia-Gelehrter. Die Walkie-Talkies funktionieren auf einmal viel besser. Aber warum? Hast du bemerkt, dass die Kommunikation via Funk jetzt viel besser klappt? Ja, es sind auch die 2000 Schaden, ist schon geil auf jeden Fall. Wir haben die aus Hellraid mit hier, also die kannst du ja dann hier kaufen für Hellraid Dollars. Und da hast du auch wieder, das ist nicht 1000 Schaden oder was? Da hält doch kein Zombie aus. Schon cool. Dann noch mehr Waffen jetzt, ne? Gerade bei dem Event, da gibt es irgendwie so eine Kurbelwelle oder irgendwas. Was ist das? Hardware, Belohnung, Mittel. Neuer Eintrag. Achso, das ist hier Party-Team. Die wollen wieder was. Aber ich würde gerne aus dem, wenn Mutti da ist, zu den Slums. Da brauchst du die Brille noch holen. Und das Fernglas. Soll ich das Fernglas mal eben abgeben? Der rennt hier bei mir rum. Kannst du das? Weiß ich nicht. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mir das Teilungsheimliche Rezept von Sophia gar nicht abgeholt habe. Da bin ich mal eben losgerannt, weil ist ja eh keiner da. Ach so, du bist dort, gell? Weil. Ach, da läuft er rum bei dir. Pff, dann gib's da ab. Ist ja eh nur so eine Sammelscheiße gewesen. Also nichts Relevantes irgendwie. Wenn's geht, gib's ab. Aber wir müssen die Belohnung trotzdem holen, das ist ja auch doof. Ich würde sagen, funktioniert nicht. Findet mal wieder die Dinge. Aber sie sind schon wieder mehr Quest-Tests. Wo ist das? Beim Werkstatt oder was? Fischerdorf. Ach, Fischerdorf, ja, cool. Ja, lass doch mal kurz dahin, ja. Das passt doch. Slums ist doch Slums. Du musst doch eh in den Slums. Dann gehen wir jetzt mal schnell zum Fischerdorf, sobald die anderen da sind. Du wolltest erstmal da das Ding abgeben. Ja, hier, wir probieren das, aber da musste glaube ich auch nochmal weg hier. Bei dem. Das Ding ist eh durch, weg damit. 50.000, was hat der Schönes? Hier die Good Hook, das sieht nicht schlecht aus, aber. Ist episch zumindest das Ding. 5 Reparaturen, Alter. Voll gut. Aber 10.000 ist ganz schön viel. Obwohl, auf der anderen Seite, was willst du mit der Kohle, ne? Außerdem konntest du gerade die ganzen 24,7 Millionen von deinem Kumpel E-Roll behalten. Ja, Mann. Wo sind die? Ich überlege echt, oder die Machete? Weiß ich nicht. Ja, 5 Reparaturen ist natürlich schon mal geil. Kriegen ja noch so Questzeug dann. In der Story weitergehen, dann kommst du dann irgendwann so einen Punkt und dann kriegst du von irgendjemanden, der stirbt dann und dann kriegst du dann von dem. Schwert und Machete, das Ding ist echt geil. So, wir hatten Fertigkeitenpunkten. Oh, 2 Stück. So, Lebensrang. Ich glaube, jetzt kann ich den Flughaken freischalten, oder? Wie aus dem Nichts. Lerne, wie man aus der Tarnung heraus infiziert attackiert. Oh, geil, das möchte ich gerne können. Und da fehlt mir noch ein Punkt dann. Hier ist der Haken, Wurfhaken. Geil. Den nehme ich. Tiermeister, alles klar. Ellbogenstoß, ja, da habe ich gestern schon mit geliebäugelt. Muss da machen, E. Wenn du sprintest, E drücken. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, Schusswaffen ist verschaubiger, ja. Na gut, die machen schon mehr Damage trotzdem, ne? Also, zum Beispiel die hier, die macht 192 und die andere macht 162. 197 und wenn ich hier mir die anderen in der Tasche angucke. Hier
174 nur, also die Farbe macht schon Sinn. Irgendwo. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer blau sind, das weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Damage-Schwerter, aber die haben keine Haltbarkeit, habe ich mitgekriegt irgendwie. Waffensystem, weiß nicht. Ich finde das Nahkampfsystem besser irgendwie als das Waffensystem. Aber das Waffe ist halt cool gegen die Reismänner und so. Das ist schon cooler, wenn du die aus der Entfernung töten kannst. Fertig. Das finde ich ganz gut. Ich muss zum Quartiermeister oder jetzt im Versteck. Wegen dem Wurfhaken. Abwurf, glaube ich, oder? Abwurfhaken. Okay, GAI-Paket. Kannst du da hin, Dante? Da könnte ich. 100 Meter, also bis die anderen, bis wieder da sind, bitte mal nicht wieder zurück. Okay, ich sehe es, 20 Meter. Kein Arschloch da. Keine Sorge, die kommen noch. Ja. Oh, Alter. Das ist halt nur Arschloch. Mann, war das laut. Ich hasse dich. Nice. Aua. Sorry, ich hatte nur die Waffe in der Hand. Hast du Elektroschaden irgendwo drauf oder was klappert hier so? Hä? Hat so Elektrogeräusch gehört, so. Das ist wahrscheinlich mein rostige Axt hier. Ist nicht geölt, deswegen. Ach so. Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Harran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Harran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Harran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harrans Tage sind gezählt.